Widmen wir uns nun den Vorarbeiten, die wir leisten müssen, um einen RESTful Web Service mit JAX-RS entwickeln zu können. Sie werden gleich sehen, dass der sogenannte Software Stack hier einige Ebenen höher ausfällt als noch bei der Entwicklung von RMI-basierten Anwendungen. Wir benötigen hier nun also einige Vorarbeiten, unter anderem eine geeignete IDE, die ist aus der RMI-Entwicklung schon vorhanden. Wir setzen das aktuelle Eclipse 4.4 ein. Es können hier durchaus auch ältere Eclipse-Versionen zum Einsatz kommen, solange wir für komfortables Entwickeln die sogenannte Web-Tools-Plattform eingebaut haben. Die neuere unterscheidet sich im Grunde in der Regel durch Kompatibilität zu neueren JDK-Versionen und auch eingebaute Unterstützung für neuere Versionen von Application-Servern. Die Web-Tools-Plattform ist insbesondere eingebaut, wenn Sie die JEE-Version von Eclipse verwenden, dann brauchen Sie das Plugin nicht nachzuinstallieren. Ich habe schon angesprochen, Support von Application-Servern. Genau einen solchen benötigen wir hier nämlich jetzt auch, um unsere Web-Services dorthin nachher zu deployen, auszubringen. Und wir verwenden der Einfachheit halber den bekanntesten Open-Source-Application-Server, nämlich Apache Tomcat. Auch den können Sie einfach herunterladen. Ich habe Ihnen den URI hier angegeben. Müssen dann diese ZIP-Datei nur entsprechend auspacken und richten das in der Folge in Eclipse ein über die View Servers und den Assistenten New Server. Das will ich dann hier auch vornehmen. Gehe also in Eclipse, in meine Server View, klicke entsprechend auf New Server, wähle hier oben Apache aus und den passenden Tomcat-Server. Der läuft ja dann bei mir auch auf Localhost, kann ich also alles unverändert übernehmen. Und bei Browse kann ich ihn mir direkt aus meinem Download Directory ziehen. Da sehen Sie, ich habe dieses Verzeichnis schon ausgepackt, wähle es einfach aus. Gerne kann man natürlich das Apache-Verzeichnis auch irgendwo unter C-Programme auspacken, der Logik halber, aber notwendig ist es nicht. Hier könnten Sie dann später Ihre bereits vorhandenen Projekte in den Tomcat hinein deployen, also ausliefern. Das werden wir jetzt hier noch nicht tun können, weil wir noch nichts erstellt haben. Aber wir haben jetzt unseren Tomcat V8 Server auf Localhost einmal angelegt. Damit ist dieser Schritt der Vorarbeiten schon mal erledigt. Gehen wir zurück. Der nächste Schritt ist dann das Anlegen eines Projektes über den Assistenten New Dynamic Web Project. Das ist eben genau ein Assistent, der hinzukommt, wenn Sie in Eclipse die sogenannte Web Tools Plattform installiert haben. Sie sehen, der ist hier gleich an dritter Stelle schon in der Vorauswahl und Sie sehen auch, er hat unser Apache Tomcat Version 8 bereits erkannt und er hat auch gleich die neueste Dynamic Web Module Version hier eingetragen, die Tomcat 8 unterstützt, also 3.1. Wichtig ist hier, dass Sie wenigstens 3.0 einstellen. Das erspart uns später händisches Bearbeiten der Tomcat-Konfigurationsdatei web.xml, wenn wir diese Verbindung zu unserem RESTful Web Service herstellen möchten. Als Project Name wähle ich jetzt hier einfach mal REST Hello. Und schließe den Assistenten ab. Sehen Sie, da hat er uns hier gleich einen gewissen Verzeichnisbaum angelegt für unser Projekt. Und wir können jetzt zum nächsten Schritt der Vorarbeiten übergehen. Wir brauchen nämlich jetzt eine Beispielimplementierung für den JAX-RS-Standard und verwenden einfach die Referenzimplementierung, die unter dem Namen Jersey bekannt ist. Wir wollen jetzt hier die Version 1.19, also die letzte Version aus dem 1er-Versionszweig nutzen. Die können Sie nämlich einfach als ein Jar-Bundle herunterladen, was dann eine einzige Jar-Datei ist, die Sie entsprechend einfügen müssen in Ihr Projekt. Bei Version 2 von Jersey
bin ich selbst nach einiger Suche im Internet noch nicht auf funktionierende Beispielimplementierungen gestoßen. Und in meinem Fall gab es das Problem, dass eben das aktuelle Eclipse selbst nicht in der Lage war, wenn man die Jars aus Version 2 in sein Projekt hinzufügt, diese auch in den Build Path zu übernehmen und einem die geeigneten Klassen dann zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Bei Jersey 1.19 funktioniert das reibungslos und deswegen verwenden wir hier einfach dieses Jar Bundle, das wir aus unserem Download-Ordner in diesen Eclipse-Ordner Web Content, Webinf, Lib ziehen müssen. Da haben Sie vielleicht gesehen, den habe ich eben schon mal expandiert. Also gehen wir in den Download-Ordner und nehmen uns dieses Jersey-Bundle und das ziehen wir ins Eclipse. Eben genau in diesen Ordner Webinf Lib. Sie können hier durchaus Copy-Files wählen, dann haben Sie das File in Ihrem Projektordner mit drin und damit ist dieser Schritt der Vorarbeiten ebenfalls abgeschlossen.